Herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Video speziell jetzt für diese Gruppe, gerade weil das Thema Netzwerk so extrem wichtig ist. Schlussendlich, ihr seid alle jetzt in diese Gruppe gekommen. Wir profitieren alle untereinander davon, vielleicht weil wir uns auch schon kennen. Und ich möchte gerne auf eine Studie eingehen, eine Studie, die von dem Herrn Mark Granovetter kommt. Und zwar, oder Granovetter ist auf jeden Fall ein Amerikaner gewesen. Und der hat eine Studie gemacht damals und da hat er wirklich analysiert, wie die Knoten untereinander sind, wenn sich Menschen kennen. Also gibt es sogenannte starke oder schwache Knoten. Deswegen die Studie hieß The Strengths of Weak Ties. Könnt ihr auf Wikipedia, im Internet etc. auch alles nachlesen. Und er hat diese Studie gemacht, weil man davon ja ausgeht, okay, desto stärker diese Verbindungen sind. Also das Rote in diesem Fall hier, jetzt hier bei dem Beispiel und sowas, das sind ja wirklich starke Knoten. Das heißt, diese Menschen, das sind jetzt beste Freunde. Und dabei wurde halt wirklich herausgefunden, dass es nicht entscheidend ist, dass man diese starken Knoten besonders viel hat, zumindest nicht fürs Geschäft, sondern dass diese schwachen Knoten viel, viel wichtiger sind. So, was sind schwache Knotenpunkte? Das blau eingezeichnete hier in dem Fall. So, kurz einmal wechseln. Ups. Das blaue sind die schwachen Knoten. Und in der Studie wurde wirklich widerlegt, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Menschen man richtig gut kennt, sondern wie viele schwache Knotenpunkte man hat. 90% der Aufträge, egal ob es um irgendwie Kfz geht, also ob man sein Auto reparieren lässt, ob es um einen Arzt geht, ob es um einen Orthopäden geht, ob es um ein Fitnessstudio geht, es ist völlig egal. 90% der Weiterempfehlungen passieren über sogenannte schwache Knoten. Was sind schwache Knoten? Als Beispiel, ihr lernt heute Abend, heute ist Freitag, jemanden in der Bar kennen und ihr hört, okay, derjenige macht irgendwie was mit Autos. So, und dann habt ihr euer Auto kaputt oder der ist Autoverkäufer, der ist bei BMW und dann hört ihr irgendwie auf der nächsten Familienfeier, dass irgendjemand sagt, ich muss mein Auto reparieren lassen. In dem Moment denkt ihr nicht an die Leute, die bei euch am engsten im Kreis sind, sondern an die schwachen Knoten, die gesagt haben, hey, ich bin für die und die Sachen zuständig. Und deswegen ist das Netzwerk so extrem wichtig. Weiterhin, 90% der Jobs, die in Unternehmen vergeben werden, die werden gar nicht ausgeschrieben. Die werden immer über Vitamin B bzw. über diese ganzen Kontakte letztendlich schon vorher vergeben, bevor sie eigentlich an die Öffentlichkeit kommen. So, was heißt das jetzt? Ihr müsst sehen, dass ihr natürlich ganz, ganz viele Netzwerke habt und ihr müsst nicht mit diesen Menschen so mega dicke sein, sondern ihr müsst einfach nur jemanden kennen, der das Ganze macht. Ich nehme das Beispiel Fitnessstudio. Wenn ich bei uns im Ibbenbühner Kreis jemanden höre, alles klar, der will irgendwie fit werden, der braucht Unterstützung und sowas. Natürlich ist es so, dass ich den sofort an die Jungs von der Performance Grüße an euch gebe. So, und deswegen, ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr immer netzwerkt, dass ihr euch immer auf diese schwachen Knoten konzentriert. Und das hier zum Beispiel, das hier ist ein sogenannter Absent-Knoten, wird der genannt. Und da geht er davon aus, also der Mark Granovetter geht davon aus, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Was heißt das? Dass sich diese Personen vielleicht untereinander gut kennen, einen starken Knoten haben, aber in diesem Fall dieser Knoten nicht da wäre. Also er geht davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass es diesen Knoten gibt, aber diesen nicht. Also als Beispiel, ich mache das mal kurz wieder weg. Als Beispiel haben wir das hier, dass es jetzt diesen Knoten beispielsweise gibt, als starken Knoten haben wir rot gemacht. So, zack. Der starke Knoten, dass es den gibt, aber dass es dann logischerweise auch diese Knoten geben muss und geben wird, dass sie sich untereinander auch gut kennen. Es heißt nicht, dass es verkehrt ist, dass ihr starke Knoten habt, sondern dass ihr einfach darauf achtet, dass ihr ganz, ganz viele schwache Knoten, ganz, ganz viele schwache Knoten bildet, immer am Netzwerken seid, deswegen heißt es auch Networking. Und dann habt ihr da letztendlich auch eine Chance, langfristig eure Selbstständigkeit, euer Geschäft etc. einfach zu verbessern. Abschließend jetzt hier nochmal zu, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ist das bei euch? Habt ihr schon ein großes Netzwerk aufgebaut? Seid ihr vielleicht gerade erst dabei? Und ganz wichtig auch, was macht ihr eigentlich beruflich? Schreibt es gerne hier in die Kommentare, verfasst gerne Beiträge. Ich habe gesagt, Eigenwerbung ist hier durchaus erlaubt, man darf das ruhig sagen, weil auch hier, wir sind jetzt hier knapp schon 40 Leute drin. Jetzt habt ihr schon mal wieder eine Grundmenge an Menschen, die ihr vielleicht vorher gar nicht kanntet, vielleicht zum Teil auch schon kanntet, die jetzt, und ihr habt die Möglichkeit, euer Geschäft zu präsentieren. Und ihr könnt letztendlich sagen, alles klar, ich mache das und das und schon habt ihr wieder einen schwachen Knotenpunkt geschafft. Deswegen auch hier, schreibt gerne mal rein, was macht ihr beruflich, beziehungsweise was oder wen könnt ihr hier noch in die Gruppe einladen, damit ihr wieder davon profitiert, dass wieder mehr Menschen auf die anderen Sachen zurückgreifen können. Und dann haben wir hier letztendlich eine gute Austauschgruppe unter Selbstständigen, unter Unternehmern, die sich langfristig einfach vernünftig aufbauen wollen und vernünftig positionieren wollen. Schönes Wochenende an euch alle da draußen.